Das Auto passend zur Fliegewellen. Nein, heute nicht. Weil ich es kann. Jeden Freitag im Eurojackpot. Immer 10 Millionen Euro und mehr. Jetzt auf eurojackpot.de und in deiner Lotto-Annahmestelle. Wächst und wächst und wächst. Freitag rund 10 Millionen Euro im Jackpot. Spiele, gewinne beim Original. Lotto Thüringen. Herzlich willkommen bei Nonsenf, Ihrer Wochenrückschau im Regionalfernsehen. Das war ja wohl eine Woche. Erst dreht unser Ministerpräsident ein bisschen frei und sagt sowas Ähnliches wie, oh, wir machen einfach nicht mehr mit. Sagt aber hinterher, so war es ja gar nicht gemeint. Er will einfach nur die Zuständigkeiten verändern. Das allerdings sagt er dann wieder bei Markus Lanz um 23.15 Uhr mitten in der Woche und mitten in der Nacht, damit es auch wirklich keiner mitkriegt. Sehr bedauerlich, dieser ganze Vorfall. Da müssen sich auch im Südthüringischen schon die Thüringer Landräte und Bürgermeister zusammenschließen, zum Beispiel die von Kronach und von Coburg. Wusste ich gar nicht, dass es zu Thüringen gehört mittlerweile, Kronach und Coburg. Ja, die haben sich zusammengeschlossen und haben eine Petition an den Ministerpräsidenten geschrieben, er möge doch bitte schön die Abstandsregeln einhalten und Mundschutz tragen. Covid-19 hat ja alle im Griff. Auch die Bild-Zeitung hat sich zum Hobby gemacht, gegen den Chef-Virologen der Berliner Charité zu wettern. Christian Drosten ist da unter Dauerfeuer. Der hat mittlerweile reagiert, und zwar bei Twitter, und hat einfach gesagt, dazu habe ich einfach keine Zeit. Zack, war er fertig. Obwohl er mir leid tut, nicht nur er, auch andere, auch Politiker haben lustige kleine Briefchen mit irgendwelchen Substanzen geschickt bekommen mit den Worten, trink das, dann bist du immun. Niemand weiß so richtig, was in den kleinen Ampullen drinne gewesen ist, hat auch keiner so recht untersucht, aber ich würde nichts trinken, was mir irgendjemand ohne Absender mit dem Briefumschlag schickt. Ich weiß, ein anderer Virologe hat es unter Überdruck vernichten lassen, in eine explodieren lassen, in so einer Dingsbums da. Ne? Was Virologen halt so machen. Was machen die eigentlich den ganzen Tag? Wir haben es herausgefunden, denn wir haben unseren Klaus von draußen, den Außenreporter, Außenklaus, und der war bei strahlendem Sonnenschein trotzdem noch an Pfingsten unterwegs. Deutschland 2020. Außer Nordkorea hat ein Virus alle Nationen, alle Menschen fest im Griff. Kontaktverbote, Ausgangssperren geißeln die Menschheit. Viele müssen sich seit Jahren wieder die Hände waschen. Der Kampf gegen Covid-19 wird an allen Fronten gekämpft. Auch hier, direkt hier, wo unser Außenreporter Klaus jemanden entdeckt hat, der mit Pfeil und Bogen durch die Natur zieht. Naja, ich will immer so sprechen, das war bis jetzt kein schönes Jahr, gell? Mit an Covid-19 oder mit an Carola, was mit da die ganze Zeit da, mit an kleinen Denk dort an Virus. Das ist nicht. Und heute habe ich einen gefunden, gell? Also da könnt ihr uns allem zum Trosten kommen, Kekuleko, eingepackt, da und da sind, weil hey, will heute dann Virus zur Strecke bringen. Er war früher mal Großwildjäger, Großwaldjäger, irgendwas mit Förster. Früher, jetzt ist er halt jemand, der die Kanzlerin der Epidemie hat, rüft sie in den Ohr, gell? Und deswegen schleicht er halt hier rum. Und naja, was das nur wird, das werden wir sehen, gell? Für mich sieht er ganz normal aus. Thank you.
guck na hier. Und das ist nur hier der Covid-19. Herr Professor Dr. Indiana Lutz, was ist denn, was haben Sie, was, hä? Das ist das Muttertier. Und wenn wir das jetzt haben, wird schlagartig alles besser. So, pass auf, trosten, gell? Kekule, könnt ihr in euren Labore, könnt ihr rausmustern, raus in die. Und so wird's gemacht mit dann. Und jetzt haben wir keine Carola mehr, gell? Also das hört jetzt schlagartig auf. Das sind so die Letzten, die noch von diesem Muttertier abstammen. Die werden also jetzt absterben. Wir müssen noch eins machen, das Delikt hier fachgerecht zerlegen, in Spiritus legen und für die Nachwelt aufbewahren, damit spätere Virologen mal ein anschauliches Beispiel haben. So, siehst du, und ich sage es euch, der Ramelow hat es gewusst, am Saste ist der ganze Zauber vorbei. Da ist der Covid, ach, ist er hübsch, aber es tut, gell? Ja, jetzt noch nicht ganz, gell? Manchmal sind die restlichen... Ach, das ist ja hier DNA. Ja, genau. Das und ADN und DPA und was da alles denn ist. So, komm, jetzt tun wir das Ding nein in für damit auch der Kekulé mal guck. Weißt? Genau, nein in Spiritus. Ich gleite draußen, ist auch wenig. Dass er nicht abhaut. Euer. Neugierig. So, und schnell den Deckel drauf. Fertig. Das war's mit der Carola. Und damit zurück bei Ihnen in Ihrem Studio. Gell? Haben Sie einen Maultäschle drauf verhebt? Habe ich natürlich nicht. Ist doch jetzt eh alles vorbei. Meine sehr verehrten Damen und Herren, hier bei Nonsenf, der Wochenrückschau, gibt es gleich fantastische Musik. Mehr kann ich dazu nicht sagen, außer dass es großartig wird. Symphonisch, choral und aufregend. Mit einem jungen Herrn aus Leipzig stelle ich ihn gleich genauer vor. Das Auto passend zur Fliegewellen. Nein, heute nicht. Weil ich es kann. Jeden Freitag im Eurojackpot. Immer 10 Millionen Euro und mehr. Jetzt auf eurojackpot.de und in deiner Lotto-Annahmestelle. Wächst und wächst und wächst. Freitag rund 10 Millionen Euro im Jackpot. Spiele, gewinne beim Original. Lotto Thüringen. Herzlich willkommen zurück. Hier ist Nonsenf, die Wochenrückschau im Regionalfernsehen. Haben Sie Pfingsten gut überstanden oder hängen Sie den Feiertagen und den Sonnenstrahlen noch ein bisschen nach? Ja, es ist schön, dass Sie trotzdem jetzt mit uns mal musikalisch die Woche auch noch Revue passieren lassen. Es geht um ein Musikstück, das ist von Wilhelm, ein Künstler aus Leipzig, der vor ein paar Jahren schon Tanz aus der Reihe geschrieben hat. Und dann hatte er die Idee, dass er diesen Sommer in seiner Urheimat in Rudolstadt das Ding mal mit den Thüringer Symphonikern und mit Chor und Orchester richtig aufführen konnte. Und seit einem Jahr bereiten sie sich darauf vor. Und jetzt wird das alles nichts wegen Covid-19 oder Corona, wie der Fachmann sagt. Deswegen haben aber alle Beteiligten jetzt das gemacht, was man eigentlich tun sollte. Man hat genutzt, was man hat, nämlich zu Hause die kleine Kamera am Computer oder am Handy, hat sich selbst dabei gefilmt. Aber jetzt machen Sie das mal bei einem Sinfonieorchester und einem Chor. Das ist schon ganz großes Kino, was wir gleich erleben. Und zwar hören wir Wilhelm mit Tanz aus der Reihe und zwar zusammen mit den Thüringer Symphonikern Saalfeld-Rudolstadt und dem Chor des Gymnasiums Friedrichianum in Rudolstadt. Die alle zusammen haben es auch wirklich verdient, jetzt mal mit großem Trommelwirbel angekündigt zu werden, meine Damen und Herren. Tanz aus der Reihe! We'll be right back.
wie man Kreide frisst, wie man kleidet ist, wie man große küsst, wie man die Klappe hält, sich in die Reihe stellt, wie man nicht auffällt und die Wahrscheine zählt. Du hast gelernt, wie man niederkniet, wie man Scham sprüht, wie man Trümpfe zieht, wie man lügt, wie man Herzen bricht, glaubt, die Sätze spricht, die Konkurrenz aussticht. Du hast gelernt, deine Rolle zu spielen, doch dabei bist du auch nur einer von vielen. Du hast gelernt, deine Rolle zu spielen, jetzt brich aus, lass ihn raus, diesen Druck, der sich staut. Tanz, tanz, tanz aus der Reihe, fall, fall, fall aus der Rolle. Tanz, tanz, tanz aus der Reihe, raus ins Freie. Menschen macht, wie man wissend lacht, über Gefühle wacht, wie man applaudiert, aber artikuliert, alles registriert, sich kontrolliert. Du hast gelernt, wie man dick aufträgt, wie der Bretter sägt, man tiefer steht, wie man bitte sagt, wie man höflich fragt, seine Ex verklagt und in die Wüste jagt. Du hast gelernt, deine Rolle zu spielen, doch dabei bist du auch nur einer von vielen. Du hast gelernt, deine Rolle zu spielen, jetzt brich aus, lass ihn raus, diesen Druck, der sich staut. Tanz, tanz, tanz aus der Reihe. Fall, fall, fall aus der Rolle. Tanz, tanz, tanz aus der Reihe. Raus ins Freie. Oh, 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 oh. 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 Jetzt brich aus. Spring hinaus. Wenn Ihnen das gefallen hat und wenn Sie noch ein bisschen mehr über die Entstehung dieses Liedes und über die Leute, die da mitgemacht haben, erfahren wollen, dann schauen Sie diese Woche doch mal das Fernsehzimmer an. Läuft genau auf diesem Kanal auch. Und da ist Max Wilhelm auch zugeschaltet, der Künstler, der hier gesungen hat. Und der wird uns ein bisschen was über die Entstehungsgeschichte von Tanz aus der Reihe erzählen. Ansonsten freue ich mich auf den 6.6., denn da ist alles vorbei. Und bis dahin bitte ich Sie höflich, aber bestimmt bleiben Sie A, gesund und B, fröhlich.
Das Auto passend zur Fliege wählen. Nein, heute nicht. Weil ich es kann. Jeden Freitag im Eurojackpot. Immer 10 Millionen Euro und mehr. Jetzt auf eurojackpot.de und in deiner Lotto-Annahmestelle. Wächst und wächst und wächst. Freitag rund 10 Millionen Euro im Jackpot. Spiele, gewinne beim Original. Lotto Thüringen.